Moin Leute, Tummel hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Ja, wir haben ja, wie eben schon, wie ich für mich eben, für euch vorgestern, habe ich angekündigt, wir kümmern uns ums Alchemie-Training, deswegen schauen wir mal bei Sindarion vorbei. Wir kennen ihn ja schon von der Nirnwoods-Quest-Reihe. Aber ja, er kann uns wohl auch noch ein bisschen mehr Alchemie beibringen. Natürlich auch noch eine Option, wo wir Geld investieren können, um unsere Skills quasi aufs Maximum zu bringen. Ich habe keine Zeit für Müssen wir schauen, wie wir das machen. Ich schaue einfach mal vorbei und gucken, was er für die Quest so haben will. Sindarion, altes Haus. Wie geht's? Wo bist du? Vielleicht ist es am Tränkebrauen, mein Freund. Habt ihr Glück bei eurer Suche nach dem Nirnwurz gehabt? Oh, ich habe gut was gefunden. Hier ist ein schwaches Elixier der Erforschung. Nicht schlecht, oder? Wenn ihr mehr wollt, könnt ihr gerne etwas bei mir kaufen. Ihr bekommt natürlich einen Rabatt. Danke, danke. Habt ihr Glück bei eurer... Es geht mir gerade erst um was anderes, und zwar, wie wäre es mit einer alchemistischen Ausbildung? Ausbildung? Ich fürchte, das ist nicht gerade meine Stärke. Ich bin derzeit mehr an Wein interessiert. Wein ist einfach eine wunderbare Sache. Ausgewogenheit ist das Geheimnis. Der Geschmack, das Bouquet, die Beschaffenheit. Einfach wunderbar. Entschuldigt, was? Ausbildung. Oh ja, ich mache euch einen Vorschlag. Ihr besorgt mir jeweils eine Flasche der besten Weine Skin Graz und ich überlege es mir dann. Beide Weingüter, Tamikas und das der Gebrüder Surilje, Jahrgang 399. Ach, was war das nur für ein Jahrgang? Okay, wieso nicht? Schaut immer in der Nähe von Wasser nach. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir die finden können. Oh, ich sehe gerade, wir können Level abmachen. Machen wir dann auch gleich bei Gelegenheit. Vielleicht nachdem wir trainiert haben. Aber okay, ich erinnere mich noch an die Quest. Ich weiß noch, wo man die meistens gefunden hat. Da werden wir uns aber später drum kümmern. Denn jetzt würde ich eigentlich gleich gerne mal ein Level abmachen, beziehungsweise gehen erstmal, worum kümmern wir uns? Schwierige Entscheidung. Gut, wir kümmern uns um die Affären eines Zauberers, weil wenn wir die Hauptquests machen würden, es würde wieder zu lange dauern. Das ist halt immer so eine Sache. Das ist jetzt der letzte Part für diese Aufnahme und dann eine neue große Quest anzufangen, ist halt immer ein bisschen, naja, suboptimal. Da ist mein Pferd. Bin schon gewundert. Mond, what the fuck? Würdest du bitte aufsteigen? Yay, wir haben das Spiel geglitscht. What the f... Ja, das Spiel buggt manchmal ein bisschen rum. Ich kann gerade noch nichts machen. Vielleicht, wenn wir es drehen? Ja, so geht's. Okay. Ja, unser kluges Pferd. Oh, Kobold. Du hast den klatschen wir doch gleich mal kurz. Geronimo! Okay, das ging schneller als erwartet. Aber ich habe vor allem gerade eine Idee gehabt. Und zwar haue ich gleich, bevor wir da sind, nochmal mein Pferdchen um. Was ist das jetzt? Da. Ich sehe mein Pferdchen im Dunkeln nicht. Und zwar will ich die, die Kappe von Nocturnal haben. Wegen der Sicht und sowas. Also wegen den, dem Leben entdecken. Ich glaube, das könnte echt was bringen. Die wollte ich schon öfters mal machen, aber es wäre halt immer blöd gewesen, dafür den ganzen Weg noch zu reisen. Jetzt habe ich sie ja quasi dabei. Oh, ups. Ich habe nicht mal gesehen, dass hier Wasser ist. Und das da scheint so zu sein, die Höhle. Und da ist ein Nirnwurz. Dem Pferd auch einfach scheißegal ist, dass ich drauf hau. Das ist das Geile. Und es steht so schön schnell wieder auf. Moment. Ist schon hier. Damit können wir auch deutlich mehr tragen, fällt mir gerade wieder auf. Ich laufe hier erst noch einmal entlang und gucke, ob wir noch mehr Nirnwurz finden. Beziehungsweise schau einfach von hier aus. Sieht nicht so aus.
Nun gut. Auf in die Höhle. Quick Save und rein da. Da sehen wir auch schon die ersten. Also, einen Lich müssen wir finden. Keldan hat seine Metamorphose noch nicht vollendet, ist aber immer noch immens mächtig. Vielleicht zu mächtig. Okay, wir sollen nach Hinweisen suchen in seiner Höhle. Bin ja mal gespannt, was damit so gemeint sein könnte. Hier kommt was in meine Richtung. Dreh dich rum. Ich will dir ein Schwert in den Rücken stecken. Zombie. Komm her. Komm her. Und stirb. Okay, das hat gut funktioniert. Totes Fleisch. Om nom nom nom. Okay, ich sehe schon, hier gibt es eine Menge. Der Weg der Transzendenz. Okay, ich werde es jetzt nicht komplett lesen. Es scheint, er hat sich mit einem magischen Stundenglas namens Sande der Entschlossenheit in einen Lich verwandelt und somit sein Leben auf ewig verlängert. Der Folgen ist allerdings noch nicht vollendet und Keledan muss das Stundenglas einige Zeit bei sich tragen. Okay. Das heißt, wenn wir ihm das Stundenglas nehmen, stirbt er. Das ist gut. Aber okay, wir looten hier erstmal. Ich meine, da ist doch schon ein bisschen was Interessantes dabei, würde ich mal behaupten. Allein schon die ganzen Alchemie-Sachen. Die Kunst der Kriegsmagie. Zerstörung verbessert, sehr schön. Das ist doch immer gut. Okay, da vorne ist eine Ratte. Um die kümmern wir uns gleich. Oh, und der scheint ganz schön tief in der Höhle drin zu sein. Egal, kümmern wir uns erstmal um die Ratte. Heirate. Die Höhlen scheinen ganz schön groß zu sein. Da ist ein Geist, das gefällt mir nicht. Und hier scheint jemand eingestürzt zu sein. Mit Essen. Das noch so gut ist. Da höre ich noch mehr Geister. Da will ich nicht lang. Ich habe keine Lust auf Geister. Ja, das ist ein Scheiße. Geister sind so ziemlich die nervigsten Gegner in diesem Spiel. Finde ich jedenfalls. Ah, wir sind schon fast da. So unten scheint er zu sein. Wir schleichen mal mit gezogenem Schwert, nur zur Sicherheit. Das war einfach. Das war verdammt einfach. Ich habe da echt irgendwie mehr erwartet von der Quest. Aber okay. Gut, dann looten wir noch kurz. Also mit dem richtigen Lösungsansatz scheint es echt einfach zu sein manchmal. Schick. Was hier hinten noch ist. Hier sind noch mehr Särge. Ein Kalkinator, noch einer. Noch was? Ja, Eingang gibt's noch. Da schauen wir mal rein. Ah, das wäre der andere Weg gewesen. Da wären wir runtergefallen. Okay. Ups. Nein! Böse Tür, hör auf, in meinem Gesicht zuzugehen. Aber okay. Damit wäre der Teil erledigt. Das ging viel, viel schneller als erwartet. Aber ich will mich nicht beschweren. Damit sind wir halt durch mit der Quest. Können die einen Kredit abgeben. Besser zu kurz als zu lang. Und raus da. Okay, wo ist unser Pferdchen? 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 Ich fühle mich verarscht. Wo ist mein Pferd?
zurückgelatscht Richtung Festung Farragut oder was? Okay, egal. Wir machen eine Schnellreise. Vielleicht folgt es uns ja. Aber erstmal lege ich die Kutte wieder ab. Bevor wir da jetzt gleich noch Probleme kriegen oder sowas. Okay, in Koroll ist das nächste. I see. Ich kam keine Meldung, dass mein Pferd in den Ställen ist. Irgendwie mache ich mir gerade Sorgen ein wenig. Weil mich das verwirrt. Ah, und irgendwie. Ah. 500 Goldstücke, schick. Ich muss jedes Mitglied der Draconis-Familie töten. Okay. Kennen nur den Aufenthaltsort der Mutter, Perenia Draconis, die auf der Farm Apfelwacht wohnt. Okay. Ich erinnere mich an die Quest. Kümmern wir uns doch direkt darum, reisen wir nach Apfelwacht und reden mal mit der Mutter über ihre Kinder und versuchen wir doch ein wenig herauszufinden. Ich glaube, mein Pferd ist wirklich zurück nach Farragut. Werden wir später mal nachschauen. Hallo. Oh, seid gegrüßt. Tut mir leid, ihr habt mich erschreckt. Heutzutage gehen mir leider mitunter die Nerven durch. Wenn man alleine lebt, passiert einem das. Kann ich euch behilflich sein? Ich bin auf der Suche nach euren Kindern. Meine Kinder? Aber warum? Oh, liebe Güte, bitte entschuldigt die Dummheit einer alten Frau. Ihr seid hier, um meine Geschenkliste abzuholen. Dieser Geschenkdienst ist etwas ganz Gescheites. Meine Kinder leben in ganz Cyrodiil verstreut. Da ist es schwierig für sie alle etwas zu kaufen. Hier ist die Liste meiner lieben Kleinen, obwohl so klein sind sie auch nicht mehr. Ja, Kinder werden groß. Ihr werdet sehen, dass die Liste den Wohnort jedes Kindes und einige Geschenkvorschläge enthält. Ach ja, und hier ist das Gold, das ich euch geben soll. Macht euch nun bitte auf den Weg. Meine Kinder gehen mir über alles und ich möchte ihnen etwas ganz Besonderes schenken. Habt nochmals Dank. Ach ja, wenn ihr wüsstet, was ihr ihnen damit geschenkt habt. Bei den Göttern, ein Wahnsinniger ist auf meinem Fuße. Was zum, wieso hat ihr das überstanden? Warum hat die diesen Schuss, hat die dieses, das, der Haar ausgehalten? Das ist nicht gut. Auch gut, die Wache merkt nichts. Oder der Jäger. Ich glaube, das war ein Förster von der Region, aber okay. Das ist gerade gut schief gegangen, fast. Okay, guck mir mal. Eine ist eine Kaiserstadt. Wir lesen mal kurz. Also. Matthias Draconis zum Talusplatz, Bezirk der Kaiserstadt. Andreas Draconis zum betrunkenen Drachen. Schlammtalhöhle. Und Schloss Leerwin. Oh, scheiße. Ich glaube, am einfachsten dafür dürfte der in der Kneipe sein. Beim Drachendingens da. Da, genau, ich wusste, ich war schon mal da. Der sollte kein Problem sein. Ich meine, der ist nicht in irgendeiner Stadt oder so. Mal gucken, ob das der Wirt ist. Oder ob er einfach nur hier wohnt. Was ist los? Hallo? Eine Kammer? Also gut, ihr seid verschwiegen. Reden wir erstmal nicht mit ihm, weil hier können wir ihn nicht ausschalten, so mit der Wache, die hier sitzt, dem Legionssoldat. Wir warten mal ein wenig. Und hoffen, dass die Wache schlafen geht oder abhaut. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das hat überraschend gut funktioniert. Halt. Wollt ihr mich verarschen? Dann. Jetzt habe ich. Ich hatte gerade die Maske auf. Das hat nicht funktioniert. Ich habe gefailt. Moment.
Ich lade mal kurz neu. Weil da gerade nicht das passiert ist, was passieren sollte eigentlich. Weil ich die Maske zu früh abgezogen habe. Ich wollte eigentlich was zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt die Maske auf habe. Jemand, wo ihr seid der Gra. Dann. Moment. Ich probiere gerade mal ein bisschen rum, weil ich weiß, es gab einen Weg. Es ist eigentlich Buggy-Using. Ich will es aber mal gezeigt haben. Das werde ich auch nur jetzt einmal machen. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal gezeigt habe. Ich glaube nicht. Weil wenn wir jetzt als Graufuchs mit der Maske ihn umhauen. Die Wache kommt jetzt. Wir legen die Kutte ab. Haltet auf der... Okay, es scheint nicht mehr zu funktionieren. Es ging nämlich mal so, wenn man die Maske auf hatte, während man quasi ein Verbrechen begangen hat, dann konnte man die Maske abziehen, wenn die Wachen auf einen zurennen, und dann haben die einen nicht mehr als der Mörder erkannt, praktisch. Und das wollte ich jetzt eigentlich machen, und deswegen lade ich jetzt auch nochmal neu, weil ich habe darauf keinen... Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass ich das so machen kann. Du musst mir nicht was anderes überlegen. Ich bin jetzt gerade verwirrt, dass das nicht mehr klappt. Ich frage mich, wieso es nicht klappt. Egal. Dann warten wir einfach ein bisschen und hoffen, dass der Legionär abhaut. Die kaiserliche Legionssoldat, oder sitzt er den ganzen Tag hier drin, der Depp? Haltet auf der... What? Was? Okay, das verstehe ich gerade nicht. Wieso ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Ich kümmere mich ein andermal drum. Ich kümmere mich jetzt gerade mal was anderes, weil mich das gerade doch irgendwie irritiert und nervt. Und zwar... Nein, Skriver war in Braville, nicht in Leavin. Wir besuchen mal Skriver und lassen unser Kopfgeld mal bezahlen. Weil ich gerade nicht verstehe, wo das Kopfgeld herkommt. Wir warten auch ein bisschen. Ich bin gerade dezent verwirrt. Ich glaube, man merkt's. Egal, so, das sollte reichen. Skriver, wie geht es dir? Hi. Wenigstens ist das Oblivion-Tor draußen vor der Stadt. Kopfgeld, hier. Der Jäger kann sein... Ja. So. Gold gezahlt, kein Kopfgeld mehr. Ich verstehe echt nicht, wo das herkommt. Das wäre gut, wenn man da wenigstens eine Liste hätte, irgendwie, wo gesagt wird, wo das herkommt. Aber naja. Gut, der Part geht jetzt schon wieder ein bisschen. Denn ich jetzt wusste, wie lange genau. Ich habe gerade keine Ahnung, dummerweise. Denn ich gerade nicht richtig darauf geachtet. Worum kümmern wir uns denn? Ist da was? Ich widme mich doch mal noch der Quest. Und zwar, zu der Quest gibt es einen kleinen Trick. Von wegen die Weine zu finden. Und ja, ich sag's nur so, wir waren schon mal an diesem Ort. Denn wo kann man eher seltene, teure Weine finden, als in einem Schloss? In einem Weinkeller eines Schlosses. Ich wüsste keine bessere Option. Moment, habe ich eigentlich den Ring dabei? Nein, leider nicht. Ich sollte speichern, bevor ich erwischt werde. Ich kann eigentlich so geknallt hat mit der grauen Kutte machen. Ich meine, wenn wir erwischt werden, werden wir so oder so erwischt. Egal, ob wir als Graufuchs unterwegs sind oder nicht. Wo war denn der Weinkeller? Das war knapp. Das war verdammt knapp. Oh. Weinkeller? Okay, ich glaube nicht, dass ich den hier oben finden werde. Da geht's ins Herrenhaus. Wo geht's da lang? Wohnbereich. Und hier hinten geht's runter. Das sieht doch gut aus. Das sieht vielversprechend aus. Ich glaube, das war der Weg. Ja, der Weinkeller. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, die Quest verlief die Liebesgilde, wo wir Amuzai hier rausgeholt haben.
Das war die nämlich, wo wir schon hier waren. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Tamika 399 und Cyrille 399. Da habe ich 399. Nummer 1 haben wir. Also, Cyrille Brüder Wein haben wir. Tamikas Wein brauchen wir jetzt noch. Da. Hab beide. Yes. Das ging schnell. Das sind nur wieder raus. Ich würde sagen, wir gehen einfach denselben Weg wieder raus. Und hoffen, dass wir nicht erwischt werden. Ich weiß nicht, wo die Wache hin ist. Ich glaube, die ist zurückgelaufen. Egal, okay. Dann lassen wir uns nicht stören. Sind wieder im Ratssaal und... Oh, ich sollte die Maske absetzen, und zwar dringend. Die Kutte. Zurück zum Schlosshof und jetzt können wir wieder zurück in die Stadt. Wir haben beide Weine. Glaube ich jedenfalls. Sollte ich haben. Dann verkaufen wir sie jetzt... dann geben wir sie jetzt Sindarion. Und dann können wir Alchemie weiter trainieren. Da haben wir unsere erste Superfertigkeit, sage ich mal. Ich bin noch bei der weg. Egal, auf zum Westebenen, whatever. Ja? Sindarions Keller. Hinein! Hinab! Whatever. Hi. Habt ihr Glück? Seht euch das an, wie wundervoll. Einfach wundervoll. Ich traue mich kaum, die Flaschen zu öffnen. Oh, habt vielen Dank dafür. Also, wolltet ihr vielleicht etwas weiter ausgebildet werden? Ich glaube, da könnte ich euch helfen. Deshalb bin ich hier. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Das kostet mittlerweile auch ein bisschen was, aber wir haben ja das Geld. Deswegen machen wir es einfach. Wissen. Dann können wir nämlich im nächsten Part Level abmachen. Oh, nächste Stufe. Gut, dass ihr euch... Wissen. Können weitere Dinge jetzt sehen, wahrscheinlich eine weitere, Wassernacht. Weiter, wie heißt es? Das ist der beste Ort für Nirnwurz. Weiteren Effekt sehen quasi der Pflanzen. Aber okay, dann würde ich sagen, wir machen mal dann jetzt Schluss für euch heute. Ich habe eine etwas längere Aufnahme heute. Ihr habt 1 Stunde 10 Minuten laut Audacity geht das Ganze jetzt insgesamt. Ich hoffe, die Parts sind nicht zu lang. Wir sind sie bei mir eh immer, also ja. Ihr freut euch wahrscheinlich eh drüber, dass ihr längere Parts habt. Von daher, ja. Bis zum nächsten Mal und tschüss.